Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von mir ein guten Morgen kann man noch sagen. Danke auch fürs Kommen zum heutigen Pressegespräch. Bedanke mich natürlich auch bei Michi als Gastgeber sozusagen heute so meinen ganzen Tag bei dir auch im schönen Bezirk und natürlich auch bei der Marlene. Die Marlene ist ja, und der Michi hat es schon gesagt, auch deshalb da, weil wir natürlich schon auch einen kleinen Ausblick geben wollen, wenn es uns gelingen sollte, die Wahl zu gewinnen. Sonst wird es ihnen gelingen und dann entsprechend Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, die Marlene ist ein sehr gutes Zeichen dafür, wie freiheitliche Politik funktionieren kann, auch als junger Mensch. Mittlerweile bin ich der Älteste da. Also man merkt, die Zeit vergeht, aber die Marlene macht wirklich großartige Arbeit, auch in Salzburg und auch mit einem nicht immer ganz so einfachen Partner in einer Regierung, wo sie auch starke freiheitliche Handschrift umsetzt. Ich freue mich dann auf deine Ausführungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte aber zunächst einen Rückblick auch geben. Wir sind jetzt ja quasi in der letzten Woche im Wahlkampf Endspurt. Und ich glaube, ich darf das einmal sagen, wir haben einen sehr, sehr gelungenen Wahlkampf bis jetzt gehabt, nämlich eigentlich einen Dauerwahlkampf mit der EU-Wahl beginnend, Nationalratswahl und jetzt eben auch Landtagswahl, wo wir wirklich in der Steiermark unterwegs gewesen sind, unterschiedlichste Betriebe besucht haben. Auch heute noch machen wir noch Betriebsbesuche hier im Bezirk. Und wir haben uns natürlich dort schon auch die Probleme angehört, natürlich auch Anregungen mitgenommen, die Problemstellungen erörtert und hoffentlich dann auch, wenn wir diese Probleme zu einer Lösung auch zuführen, da vielleicht ein Thema ansprechen, wenn wir heute Betriebe besuchen, ich glaube zwei sind am Nachmittag, dann weiß ich schon, was kommen wird. Ja. Das ist die unglaublich schwierige Situation für viele Wirtschaftstreibende, der Bürokratiewahnsinn, der sich abspielt und vor allen Dingen auch hier in der Oststeiermark wird es auch die Bauwirtschaft wieder sein, die ein großes Thema sein wird, weil hier eben auch sehr viele Dinge in den letzten Jahren leider in die falsche Richtung gegangen sind. Ich glaube, wir haben thematisch in den letzten Wochen durchaus den Wahlkampf bestimmt, wenn man das so sagen darf. Wir haben zum Thema Sozialunterstützung, glaube ich, eher besorgniserregende Zahlen aufgedeckt, nämlich was möglich ist in der Steiermark, durch Leistungen, die man bekommen kann als Asylantenfamilie, wenn man das so bezeichnen möchte, wo man mit drei Kindern bis zu 3.600 Euro entsprechend lukrieren kann, wo sich natürlich sehr viele Steirerinnen und Steirer, die arbeiten gehen, die schauen, dass die Kinder betreut werden, die vielleicht zwei Autos brauchen, pendeln müssen und so weiter, schon auch fragen, wo da die Gerechtigkeit bleibt. Und das sind Dinge, die wir dann auch angehen möchten, wenn wir Verantwortung übernehmen, nämlich diese Gerechtigkeit auch im Sinne der Steirer herzustellen. Wir haben zum Thema Gesundheitsversorgung eine ausführliche Debatte erst gehabt vor einigen Tagen, vorgestern im Steiermärkischen Landtag. Thema ist das Leitspital, das weiß ich, das haben wir in Feldbach und nicht in Litzen. Aber trotz alledem, und das war auch gestern bei einer großen Diskussionsrunde Thema, man kann diese Leitspitaldiskussion nicht ganz von der restlichen Steiermark abkoppeln, weil ja geplant ist, dieses Leitspital sozusagen als Blaupause zu verwenden für die anderen Regionen. Das heißt, da steht uns einiges noch bevor. Der Kampf gegen das Leitspital in Litzen ist einer, der schon über viele Jahre jetzt eigentlich andauert. Aber wir Freiheitliche haben da eine ganz klare Position und das gilt auch für den Bezirk Südoststeiermark. Wir wollen eine flächendeckende, gute Versorgung. Wir brauchen Akutmedizin, die rasch vor Ort ist. Und gerade auch in einem Flächenbundesland wie die Steiermark ist natürlich diese Flächendeckung besonders wichtig. Und deshalb werden wir da weiterkämpfen, entsprechend auch Lösungen suchen und nach der Wahl dann auch mit einem etwaigen Regierungspartner dieses Thema ganz bewusst auch ansprechen. Ja, und ein Dauerthema ist natürlich auch das Thema Verkehr mit all seinen Dingen. Übrigens, Feldbach, das ist meiner vorne, ich bin fast ein bisschen spät gekommen, oder bin eigentlich spät gekommen. Es ist ein Thema. Ja, und ich glaube, wir haben gerade natürlich in den Ballungszentren, Graz ganz besonders, eine riesengroße Verkehrsthematik. Wir haben eine Infrastrukturproblematik, Stichwort Ausbau der A9, der dreispurige, der jetzt wieder auf Eis gelegt wurde von der Frau Gewesler. Also alles Dinge, die Steiermark natürlich auch treffen, als starkes Wirtschaftsland, als Automobilland. Wir sind nicht nur Autofahrer, wir sind ja auch der Autocluster, den wir haben, mit einigen Tausend Beschäftigten, mit zigtausend Beschäftigten in der Steiermark, der immer mehr auch unter Druck gerät. Und diese Themen haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen sehr gut auch thematisiert und damit, glaube ich, auch den Ton angegeben. Ja, nächste Woche, also jetzt haben wir in der letzten Woche sozusagen vor der Wahl, nächste Woche haben wir noch ein paar Highlights auf alle Fälle, die wir absolvieren werden. Heute
die Kundgebung bei euch. Wollen wir schon frei drauf. Es wird nicht ganz so warm werden, aber wir werden schon ordentlich einheizen, ja, damit da keiner auffriert. Wir haben dann die Abschlusskundgebung in Graz mit dem Herbert Kickl noch in der Seifenfabrik und gehen dann wirklich in den Endspurt und darf einmal sagen, dass wir schon auch guter Dinge sind, dass das, was die Umfragen jetzt abgebildet haben, aber auch die Wahlergebnisse, EU-Wahl, dann zur Nachwahl, dass wir da schon sehr gute Karten haben, auch als Erster durchs Ziel zu gehen. Ich bin davon überzeugt, wir müssen Erster werden. Nur wenn wir Erster werden und das auch mit gutem Abstand, wird es uns gelingen, Verantwortung zu übernehmen. Sonst droht uns Ähnliches, wie wir in Wien erleben, nämlich, dass sich die Wahlverlierer einhängen und vielleicht sogar, wenn es notwendig ist, mit einem dritten Partner sozusagen dann entsprechend hier Mehrheiten bilden. Sie wissen, in der Steiermark gibt es keinen Bundespräsidenten, der uns da reinpfuschen kann, aber es gibt eine Landesverfassung, die ganz klar regelt, dass der Stimmenstärkste mit den anderen Parteien Gespräche zu führen hat. Das werden wir auch tun in der Reihenfolge des Wahlergebnisses und dann hoffe ich, einen Partner zu finden, wenn ich Erster werde oder wir Erster werden, mit dem man dann auch eine tragfähige, stabile Regierung bilden kann. Weil eines, glaube ich, darf ich schon sagen, ich lebe in sehr schwierigen Zeiten, wir leben in Zeiten, wo die Herausforderungen sehr, sehr groß sind. Und da halte ich nichts von politischen Experimenten. Da braucht es Stabilität. Und genau diese Stabilität wollen wir auch mit dem 24. beginnend entsprechend auch sein. Das heißt, meine sehr geehrten Damen und Herren, es steht uns ein heißes Wahlkampffinale bevor. Ich freue mich auf alle Fälle darauf, dass wir am 24. einen guten freiheitlichen Tag erleben werden. Ich möchte mich wirklich auch an dieser Stelle auch bedanken, stellvertretend sozusagen auch bei Michi Wagner für die vielen, vielen Funktionäre, die, und ich darf das auch sagen, in einem Superwahljahr wirklich Großartiges geleistet haben. Also ich glaube, von Aufwärmrunde kann man nicht mehr sprechen. Es ist wirklich jetzt schon der Endspurt. Wir haben eine sehr gute EU-Wahl geschlagen mit einer tollen Bewegung. Wir waren mit dem Georg Mayer sogar hier im Hause und haben hier einige Betriebe besucht. Wir haben eine tolle Nationalratswahl erlebt und werden jetzt dann auch, so gehe ich davon aus, eine gute Landtagswahl haben. Und vielleicht noch ein Satz, der, glaube ich, auch notwendig ist zu erwähnen. Wenn die Steirerinnen und Steirer Veränderung wollen, nämlich im positiven Sinne, dann braucht es eine Stimme für die Freiheitliche Partei. Und das wurde auch bei den Runden, die wir jetzt schon gehabt haben, bei diesen Elefantenrunden immer deutlicher. Der Herr Landeshauptmann spricht von einem Duell mit mir. Ja, also sicher das nicht ganz, es ist eher ein Duell zwischen der Freiheitlichen Partei und dem bisher Bestehenden, nämlich Schwarz-Rot, Rot-Schwarz. Und sie machen ja kein Geheimnis draus, die beiden Herren Lang und Drechsler, dass, wenn es nach innen geht, das weiter fortgesetzt werden soll. Ja. Und ich kann nur jeden Steirer einladen, der das eben nicht möchte, der auch will, dass es positive Veränderungen gibt, die Freiheitliche Partei zu wählen. Sonst gibt es quasi more of the same. Und ich glaube, das haben wir in der Steiermark in den letzten Jahren zu Genüge auch gehabt.